Kapitel 19. Passt schon. Die Stadt kam Ellie jetzt besonders kalt und feindselig vor, während sie, die Hände zu Fäusten geballt und in den Jackentaschen vergraben, durch die Straßen stapfte. Ihre rechte Faust hatte sich um das Geldbündel geschlossen, wie die Hand eines Ertrinkenden um das rettende Seil. Die Schultern hochgezogen und den Blick auf den Asphalt gesenkt, verließ sie sich darauf, dass allein ihre wütenden Gedanken die Leute schon dazu bringen würden, ihr aus dem Weg zu gehen. Womit sie recht hatte. Als sie näher an den Brunnen herankam, stellte sie sehr zu ihrer Enttäuschung fest, dass keiner ihrer Freunde da war. Weder Grizzly noch Ralph, weder Pille noch Maxim. Maxim hatte sich schon seit einer Weile nicht mehr blicken lassen. Sie schaute nach oben. Noch immer war der Himmel grau, stürmisch und wolkenverhangen. In den letzten Stunden hatte es allerdings nicht geregnet. Nicht einmal genieselt. Zumindest Ralph und Pille hätten eigentlich am Brunnen sein müssen. Waren sie aber nicht, und Grizzly war wahrscheinlich in der Uni oder noch im Bett. Ellie hatte keine Ahnung, wann sie eingeschlafen war, aber sie glaubte eigentlich nicht, dass es später als 22 Uhr gewesen sein konnte. Naja, sie wusste ja nicht, wie lange Grizzly noch ferngesehen hatte, nachdem Leonardo DiCaprio verhaftet worden war. Gieriger Bastard. Ob sie vielleicht in der Eckkneipe waren? Ellie fand, dass es einen Versuch wert wäre, dort nachzuschauen. Selbst wenn weder Maxim Pille noch Ralph samt vierbeinigem Anhang an ihrem Platz in der hinteren Ecke sitzen würden, könnte Ellie das doch trotzdem tun. Oder nicht? Geld hatte sie immerhin. Auch in der Maria war niemand. Niemand von Relevanz zumindest. Ein alter, hundegesichtiger Typ hockte an einem der Tische. Der Opa kauerte über einer kleinen Schorle und immer wenn er sich eine Zigarette anzündete, vergaß er sie nach dem zweiten Zug und ließ sie im Aschenbecher vor sich hinkokeln. Jörg, der Wirt, fragte von hinter der Theke aus, »Ein Bier?« Ellie war froh, dass er kein Wort über ihr Aussehen und ihre geschwollene Lippe verlor. Vielleicht hatte er auch schlechte Augen. Die Lichtverhältnisse in der Maria waren stark verbesserungswürdig. Sie hatte schon Lust auf ein Bier, vielleicht auch auf einen kurzen, aber hatte sie sich nicht vorgenommen, ihr Leben von jetzt ab in die Hand zu nehmen und, ja, doch, hatte sie. Sie schüttelte den Kopf und sagte, »Nein, einen großen Milchkaffee mit Keks und einen Orangensaft.« Falls Jörg erstaunt über diese Abweichung von ihrem üblichen Protokoll war, so zeigte er es nicht. Wenige Minuten später brachte er den Milchkaffee und den Orangensaft zu Ellie hinüber. Entweder hatte er heute besonders gute Laune oder Ellies erbärmlicher Zustand hatte sein Mitleid erregt. Normalerweise stellte er ihr Bier immer auf der Theke ab und brüllte quer durch den Raum, wenn er soweit war. Heute tat er das nicht. Er nickte Ellie sogar kurz zu, bevor er sich umwandte und in Richtung der Küche und der Toiletten verschwand. »Vielleicht muss er einfach nur pissen«, dachte Ellie. Aber dann fiel ihr auf, dass er sogar drei extra Kekse auf die Untertasse ihres Milchkaffees gelegt hatte. Alle waren sie einzeln eingeschweißt und Ellie freute sich auf den leichten Zimtgeruch, der sich unter ihrer Nase ausbreiten würde, sobald sie die Folie des ersten Kekses aufriss. Sie mochte Zimt, auch wenn ihr letztes Weihnachtsfest alles andere als schön gewesen war. Mal wieder. Tja, ihre Mutter war mal wieder total besoffen gewesen. Ausnahmsweise, wahrscheinlich weil Weihnachten ein Feiertag war, hatte sie Ellie nicht angeschrien. Stattdessen hatte ihre Mutter die ganze Zeit über nur geheult, bis Ellie es nicht mehr ausgehalten hatte und aus der Wohnung geflohen war. Ob sie sie wohl jetzt suchte? Nein, das glaubte Ellie eigentlich nicht. Jörg kam von der Toilette zurück und räusperte sich. Ellie, die die große Milchkaffeetasse mit beiden Händen festhielt, sah auf. »Danke für die Kekse«, sagte sie leise. »Ja, kein Problem, aber hör mal, dein Kumpel, der mit dem Hund, der hat noch ganz ordentlich Schulden bei mir. Wenn du ihn siehst, sag ihm doch, er soll hier erst wieder auftauchen, wenn er Geld einstecken hat, um sie zu bezahlen, ja?« Im verlebten Gesicht des Mannes sah Ellie, dass ihm die nächsten Worte schwer fielen. »Also, bis sein Deckel bezahlt ist, ja, da muss ich sagen, da hat der hier nichts mehr.« Ellie unterbrach ihn. »Wie viel ist es denn?« »Was?«
Wie hoch ist der Deckel? 46 Euro. Ellie nickte. Unter dem Tisch kramte sie ihr Geldbündel hervor und gab sich Mühe, dass Jörg nicht sehen konnte, wie dick es war. Sie zählte 70 Euro ab und schob sie über den Tisch hinweg in Jörgs Richtung. Das reicht für den Milchkaffee, den Saft und Ralfs Deckel. Ist das dann damit erledigt? Jörg nickte. Jupp, sagte er nur und drehte sich um. Als er wieder hinter dem Tresen angekommen war, öffnete er die Kasse und sortierte die Scheine ordentlich ein. Ein paar Touristen kamen herein, sahen sich in der schäbigen Eckkneipe um und beschlossen doch lieber anderswo einzukehren. Jörg beachtete sie gar nicht. Das passierte öfter. Dann hob er noch einmal den Kopf. »Da haben dich drei Typen gesucht. Keine von euch. Habt denen nichts gesagt, von wegen Brunnen und so. War nicht von hier.« »Okay, danke«, antwortete sie schlicht. Innerlich war sie sofort in Aufruhr. Ihre Freunde hatten recht gehabt. Die Sache war noch nicht vorbei. Aber klasse von Jörg, dass er nichts gesagt hatte. Ellies Laune verbesserte sich minimal. Sie musste vor sich zugeben, dass es sich gut anfühlte, etwas für Ralf getan zu haben. Trotzdem, sie musste aufpassen, dass ihr das Geld nicht zwischen den Fingern zerrann. Sie knabberte die Kekse so langsam sie konnte und schlürfte ihren mittlerweile erkalteten Milchkaffee dazu. Der Orangensaft, oder vielmehr dessen Säure, wollte so gar nicht zu der Kaffee- und Keksmischung passen, die ihre Geschmacksnerven in Beschlag genommen hatte. Trotzdem trank sie ihn. Vitamine und so. Wie lange war sie jetzt schon hier? Eine knappe Stunde, schätzte sie. Es war dumm von ihr gewesen, ihre Sachen nicht wieder aufzusammeln, egal wie demütigend es gewesen wäre. Gott, sie musste dringend vernünftiger werden. Wenn sie jetzt zur Schule zurückging, würde sie mitten in der fünften Stunde auf dem Schulhof ankommen. Wahrscheinlich hatten irgendwelche Assis ihre Besitztümer in der Zwischenzeit quer über den Schulhof verteilt. Aber sie hätte etwa 20 Minuten zur Verfügung, in denen sie wahrscheinlich von hämischen Blicken verschont bliebe. Zumindest vor denen der Schüler, die im Unterricht noch aufpassten und nicht aus dem Fenster starrten. Ellie seufzte schwer. Da musste sie wohl durch. Als sie die Maria verließ, fiel ihr ein, dass sie Jörg gar nicht gefragt hatte, ob sie bei ihm im Keller für ein paar Tage kampieren durfte. Irgendwie kam ihr das jetzt aber auch nicht mehr angemessen vor. Es war zum Kotzen, aber es half nichts. Sie würde jetzt zur Schule gehen und ihre Sachen holen. Zumindest die, die sie noch würde finden können. Ihr Parker war auch noch in der Zora, der und ihr Rucksack. Die Sachen hätte sie gerne auch noch geholt. Sie brauchte die Schulbücher, zumindest wenn sie nach dem Barbie-Puppen-Vorfall überhaupt noch auf der Schule willkommen war. Ohne die Schulbücher wäre sie gezwungen, neben irgendjemandem zu sitzen, damit sie in dessen Bücher schauen konnte. Keine besonders attraktive Vorstellung. Aber in der Zora dachte sie, während sie sich in ihrer gewohnten Haltung in Bewegung setzte, in der Zora lauerten die Erinnerungen an die grässliche Nacht, an die Schmerzen, die Angst und das Blut. Die Androhung von dem, was ihr beinahe widerfahren wäre. Erneut fühlte sie Panik in sich aufsteigen, dieselbe Panik, die sie in dieser Nacht gefühlt hatte. Außerdem wusste sie ja gar nicht, ob die Zorianer nicht sauer auf sie waren. Die eingeschlagene Scheibe, die Verwüstung. Damit würden die Zorianer höchstwahrscheinlich umgehen können. Aber etwas, auf das sie wahrscheinlich sehr empfindlich reagieren würden, wäre, wenn die Polizei aufgetaucht und Fragen gestellt hätte. Mit denen wollte niemand etwas zu tun haben, mit den Bullen. Mit einem Mal wurde Ellie erneut klar, dass sie im Fall einer Gerichtsverhandlung höchstwahrscheinlich ziemlich schlechte Karten hätte. Es gab keine Zeugen, also Aussage gegen Aussage. Aber es waren drei Aussagen, die ihrer eigenen gegenüberstehen würden. Naja, bis jetzt war ja noch nichts passiert, nicht wahr? Als sie zum zweiten Mal an diesem Tag, oder zum dritten Mal, wenn man den Albtraum mitzählen wollte, am Schulgelände ankam, stellte sie erfreut fest, dass ihre zeitliche Berechnung in etwa richtig gewesen war. Es befanden sich nur zwei Schüler in der Raucherecke, zwei Jungs aus der siebten, die Ellie kannte, weil sie einem von ihnen hin und wieder erlaubt hatte, sich in der großen Pause hinter ihr vor der Hofaufsicht zu verstecken und heimlich ein paar Züge zu nehmen.
Sie nickte ihnen im Vorbeigehen zu und sie nickten zurück. Kein frecher Spruch, keine Beleidigung, kein blöder Witz kam von den beiden Jungs. Entweder hatten sie von der ganzen Sache heute Morgen nichts mitbekommen, oder sie hatten Angst. Ihnen und ihren Nasen würde es ebenso ergehen wie Barbie und deren Zinken. Kurz musste Ellie grinsen. Warum tat es so verdammt gut, sich so verdammt blöde zu verhalten? Als sie näher an das Gebäude herankam, musste sie feststellen, dass von ihren Sachen weit und breit keine Spur zu sehen war. Keine Zahnbürste, kein Kulturbeutel, kein MP3-Player, keine CDs und keine Unterwäsche, sei sie nun sauber oder dreckig. Ratlos blieb sie an Ort und Stelle stehen, drehte sich noch einmal um die eigene Achse, um ganz sicher zu sein. Scheiße. Jetzt, als ihr klar wurde, dass irgendjemand die Sachen eingesammelt haben musste, wäre es ihr anders, fast lieber gewesen. Jetzt musste sie nämlich rumfragen, wer das getan hatte, und sich bei demjenigen oder derjenigen auch noch bedanken. Das passte ihr gar nicht. Heute würde sie das auf keinen Fall über sich bringen. Sie drehte sich um und wollte gerade gehen, als sie eine tiefe Stimme hörte. »Frau Helm, komm mal her!« Sie erkannte sofort die Stimme des Hausmeisters, Herr Baum. Er hatte diese lustige Angewohnheit, die Schüler mit »Sie« anzusprechen und sie dann doch zu duzen. Als Ellie sich umdrehte, stand er mit seiner Blue Jeans, einem darin steckenden Karohemd und dem leichten Bauchansatz im Eingangsbereich der Schule. »Das ist deins, oder? Ich hab den ganzen Krempel wieder in die Tasche gepackt. Ein bisschen unordentlich. Ich hoffe, das macht nix.« Ellie wusste gar nicht so recht, wie sie reagieren sollte. Sie hatte nicht damit gerechnet, dass hier irgendwer freundlich zu ihr sein würde. Sie zwang sich ein Lächeln auf die Lippen und streckte die Hand nach ihrer Tasche aus. »Vielen Dank, Herr Baum, das war echt nett.« Ihr Gegenüber nickte nur knapp, dann drehte er sich um und ging wieder ins Gebäude zurück. »Tja, das war wohl genug Freundlichkeit für einen Tag«, dachte Ellie, musste aber lächeln. Der Typ war schon in Ordnung. Und jetzt würde sie... »Frau Helm, hätten Sie wohl einen Moment Zeit für mich?« Ellie kannte auch diese Stimme. Sie gehörte Frau Siegler, der Direktorin. Die Frau mochte rhetorische Fragen. Ellie seufzte und drehte sich erneut um. Wenn sie diese Schule weiter besuchen wollte, würde sie das Gespräch früher oder später ohnehin führen müssen. Sie seufzte noch einmal. Diesmal konnte Frau Siegler Ellies Seufzen hören und runzelte die ohnehin schon recht furchige Stirn. »Oder passt es Ihnen jetzt nicht, Frau Helm?« »Doch«, sagte Ellie, »passt schon.«